Meine Lieben, ja, ich melde mich von draußen. Es können ein paar Umgebungsgeräusche sein, ist mir aber auch relativ egal. Jetzt heute Abend möchte ich ein bisschen hier die Terrasse auch mal genießen, nachdem ja, das die ganze Zeit irgendwie nicht ging. Okay, da stirbt fast der Nachbar nebendran, egal, ihr ignoriert's. Wir gehen nach München und Spa zu den Real Housewives in die Folge 3 hinein. Und oh my gosh, es fängt gleich so dramatic an. I die, Leute. Doch für meinen Freund nach München gezogen. Und jetzt ist es einfach, wir stehen an einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Die süße, süße, süße Nathalie ist für ihren Freund nach München gezogen und jetzt hat er sie verlassen. Oh mein Gott, die Arme. Aber ihr seht, auch bei den Rich People gibt es Trennungen. Ich würde am liebsten jetzt hier aufspringen und hinrennen und sagen, ich will das alles gar nicht so, wie es ist. Ich will nur dich und ich will heiraten und glücklich sein. Aber es geht nicht. Ich muss wissen, dass dieser Weg eine Sackgasse ist. Ja Gott, also die Situation haben wir jetzt auch schon mal alle erlebt, dass, ja, dass es Wege gibt, die in eine Sackgasse führen. Tut mir natürlich leid, weil ich mag ja die Nathalie ganz ehrlich super gerne, ja. Vielleicht hat sie, entweder hat sie zu viel geshoppt, ja, oder zu viel gelacht. Ich glaube, die Möglichkeiten gibt es. Und wenn ich nie wieder einen Mann kennenlerne? Um Gottes Willen, Nathalie, bitte. Du bist so ein toller Mensch. Du hast so eine Ausstrahlung. Du kommst rein, erhältst den Raum. Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du sowas sagst? Ich habe Angst, alleine zu bleiben. Ja, die Angst, alleine zu bleiben, die haben wir, glaube ich, alle. Ja, also ich zumindest auch. Aber ich gewöhne mich auch dran. Aber sie ist ja jetzt auch noch ein bisschen jünger. Also sie darf doch dann gerne noch jemanden finden, weil sie möchte auch noch heiraten und Kinder kriegen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es ja doch noch auch eine Single-Frau darunter, nämlich die Seher. Und für die wird das Fantastischste, das Beste, das Geilste aufgefahren, was man überhaupt auffahren kann, nämlich ein Speed-Dating. Haben wir übrigens auch. Boah, das sieht ja aus wie im Knast. Das habe ich selber zusammengebaut. Echt jetzt? Ja. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Derweil sind auch zum Beispiel Pega und Carina schon mal in so einem Babyladen, damit Pega sich schon mal gleich dran gewöhnt, welche Marken sie kaufen muss, was sie alles braucht. Und ja, es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass Carina sich selber darüber wundert, dass sie das selbst aufgebaut hat. Wahrscheinlich war es ein Stecksystem ohne Schraubschlüssel und so. Ja, neue Erfahrungen machen. Ich bin abenteuerlustig, also let's do this. Let's do this. Let's do this. Ja, sie erhofft sich hier natürlich jetzt, ja, keine Ahnung, so eine Art, vielleicht noch irgendein unehelicher Sohn von Donald Trump oder so. Ich glaube, das ist so das, was sie vielleicht ein bisschen brauchen könnte. Denn ja, da braucht man auf jeden Fall Rückgrat als Mann, um bei Seher bestehen zu können. Ja, also so ein Luschi, so ein Lulli, na, das ist da halt natürlich gar nichts. Ne? Der wird aufgefressen. Ne? Sie ist so ein bisschen, wie heißt die nochmal, Gottesanbeterin, die Männchen nach dem Sex fressen. Ne? So ist sie, ne? Wie die Seher so ist, ich habe gesagt, er muss sich warm anziehen. Ja, da muss er sich warm anziehen, auch im Sommer. Das ist einfach so, ne? Und was ich immer so lustig finde in dieser Serie ist, ihr müsst mal drauf achten, die sind ganz viel in Restaurants und Lokalen und immer haben die schon einen schön eingedeckten Tisch vor. Sie haben aber nie was zu essen. Zu saufen haben sie meistens was, aber zum Essen haben die gar, also in München isst man nicht, ne? Da guckt man den Teller im Restaurant auch nur an, ne? Oh mein Gott, ist ein Baby. Naja, ist ein Twink. Baby würde ich jetzt nicht sagen, ist vielleicht noch so ein bisschen Twink, ja. Kann man doch mal nehmen, einfach mal so zwischendurch. Ich habe mehr erlebt, als wie ich aussehe. Als wie ich aussehe. Als wie? Hä? Okay, ja gut, also er hat mehr erlebt, ja. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, was er erlebt hat. Gangbangs, Puffbesuche in Thailand und dann war es eine Transe. Wir wissen es nicht, er sagt es ja nicht. Er setzt sich hin,
textet mich zu, hat mich nicht mal gefragt, ob ich was trinken möchte oder irgendwas. Machst du öfters so Speed-Dating? Oder? Das ist das erste Mal. Okay. Weil ich muss sagen, mir wird jetzt schon ein bisschen langweilig. Mir wird jetzt schon so ein bisschen langweilig. Ich feiere sie ja total dafür. Mir wird jetzt schon ein bisschen langweilig. Am besten gehst du gleich wieder, ja, und guckst, dass du mal noch ein paar Erlebnisse hier auf deinen Zettel bekommst. Und dann kommst du noch mal wieder und dann berichtest du mir ordentlich und stellst mir gefälligst auch Fragen und gibst mir gefälligst Alkohol. Wieso kriege ich hier kein Alkohol? Ja, der saß dann da und die hat ihn natürlich komplett runtergebuttert. Das war, den hätte sie stillen können. Vielleicht ist das ja ein Fetisch von ihm. Pega, sowas darfst du nicht sagen. Es gibt Leute, die so einen Fetisch haben, ja? Habe ich alles schon gehört von, ne? Hi, geht's dir gut? Hi, Philipp, freut mich. Maus, geht's dir gut? Also, ich muss jetzt was sagen, Philipp. Ja. Ihr Herz ist leider an mich vergeben. Nein, dich würde ich zum Frühstück fressen. Oh. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du mitgemacht hast, aber ich glaube, das wird nichts mit uns. Sie würde ihn zum Frühstück fressen. Die essen doch gar nichts. Wir haben doch keine Essen gesehen. Ja? Immer irgendwie geiles Essen. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass die mal was gefuttert haben da bei den Real Housewives, ja. Und Natalie hat das jetzt so ein bisschen aufgebrochen, um das Küken hier zu retten, ja. Das ist so ein bisschen, ja, wie wenn Greenpeace irgendein Tier in Not rettet, ja. So in etwa war das jetzt. Instagram macht's möglich! Also mit ihm hätte ich gar nicht gerechnet. Das ist ein sehr guter Freund von Pega, der Giad. Ganz nett, lustig. Ich glaube, die haben schon ein bisschen flirty geschrieben. Warum schreibt man sich denn sonst, oder? Also jetzt kommt durch Pega so ein Instagram-Flirt, der Giad oder wie auch immer, dazu. Und Carina sagt gleich, die haben in jedem Falle flirty geschrieben. Also das war hier schon Chatsex, ja. Also das sind bestimmt auch schmutzige Bilder hin und her gegangen. Das suggeriert sie uns jetzt hier, ne? Sagen tut sie das natürlich nicht, aber ich weiß doch, was sie denkt. Beide sind Partner. Ich finde, die passen sehr gut zusammen. Die haben irgendwas, gell? Du, darf ich dir was sagen? Du darfst. Du bist sehr, sehr sympathisch. Ich mag dich sehr gern. Ich mag auch, ich weiß vom Schreiben, dass du ein sehr, sehr intelligenter Mann bist. Oh! Das war ihr heute Mittag das Wichtigste. Intelligent auf einem hohen Niveau ehrlich zu reden. Ja, hat sie gesagt. Ehrlich. Er muss intelligent sein. Und sie hat es gerade gesagt. Aber ich würde jetzt mal sagen, wäre es für dich okay, wenn wir so Freunde sind? So? Freunde. Das kannst du. Also, ich finde, er sieht jetzt nicht so intelligent aus, aber gut, das ist jetzt auch nur meine Meinung, ja. Dann kommt aber gleich bei dem, also ich meine, Speed-Dating nimmt hier sehr absolut beim Wort, ne? Ganz zackig, ganz schnell kam die Antwort. Wäre es okay, wenn wir Freunde bleiben? Es bockt mich dann nicht so, also die ganzen mit Face-App bearbeiteten Bilder, die du so bei Instagram hattest. Und ehrlich gesagt glaube ich auch gar nicht, dass das Dickpic von dir ist, das du mir geschickt hast. Ich kann mir vorstellen, dass du ein sehr nettes Gespräch mit Giad haben könntest. Er ist sehr intelligent. Schatz. Er ist ein Kuschelbär, glaube ich. Ja, das finde ich wunderschön für er dich. Er kuschelt immer oben ohne irgendwie. Darum gehört dir der Platz hier. Wir haben gerade ausgemacht. Ich muss ganz schnell weg. Ich habe den Mädels vorher ganz klar gesagt, für mich ist es noch zu früh. Für die Natalie ist es zu früh. Hm, genau, ja, da ist es viel zu früh, aber die hat er einfach auch keinen Bock auf. Giad oder wie auch immer. Er ist auch ganz rot angelaufen. Ihr habt ja gesehen, da im Hintergrund diese roten Wände da oder Installationen in dem Restaurant, Dekorationen. Ne? Also sein Gesicht war röter als das Rot dieser Stellage, die da rumstand. Ich bin noch nicht bereit. Also wenn ich in 3 Wochen noch Single bin, könnt ihr mich gerne auf ein Speed-Dating schicken. Also für diese langjährige Beziehung, die ich hatte, brauche ich tatsächlich ganze 3 Wochen, das zu verarbeiten. 3,5, um genau zu sein. Und dann ist alles offen, dann ist alles möglich. Leute, ich bin zwar gerade Single, aber noch egal. Nicht bereit. Ja, aber sprech okay. Doch mal so ein bisschen. Okay. Ja, das ist einfach nur so, hey, wie ja. Geht's? Ja auch aus dann setz dich doch gerne zu ihm, mein Schatz. Ja, ich kenne ihn ja. Ja, dann haben wir hier noch verheiratet. Verheiratet. Vergeben, aber mit Streit auch ein bisschen. Oh, vergeben mit Streit ein bisschen. Ja, das hört aber Joanna nicht sehr gerne. Jetzt taucht auch tatsächlich mal wieder Joanna hier auf, ja. Die Balkanhexe und
die findet das natürlich mal überhaupt gar nicht gut und völlig übergriffig, also dass so etwas gesagt wird. Also aus diesem kleinen Nebensatz, den sie vielleicht ein bisschen lustig oder als kleine Spitze vielleicht auch gemeint hat, entsteht jetzt der Big Drama. Und wir lieben Drama, wir lieben Drama. Also du könntest da dich auch hinsetzen. Oh, mich Streit für welche Streit? Ach so, okay, sorry, tut mir leid, rutsch mal rein. Da bist du zu weit gegangen. Da bist du zu weit gegangen. Ich sage dich. Ja, also, ne, musst jetzt aufpassen hier, Nathalie, ne? Die ruft da irgendeine Mama Wonga gleich an und dann war's das, ja? Dann musst du zusehen, dass du hier nicht verflucht wirst, ne? Also da, wie kannst du es denn wagen? Wie kannst du denn hier sagen, dass die streitlustig ist, diese Dame? Diese Dame ist doch die Friedenstaube von München, der Friedensengel. Nathalie, ich habe jetzt nicht verstanden, deinen Satz zum Schluss. Mit Streit? Welche Streit? Ach, ich habe nichts, alles gut. Haben wir uns das nicht? Hier musst du aufpassen, weil ich muss dann zurückschießen. So, warum musst noch du zurückschießen? Ich versuche immer die Kontrolle zu beherrschen, aber manchmal hat man selber auch Grenzen. Da muss ich zurückschießen. Und ganz ehrlich, ja, ich habe noch eine Kalaschnikow daheim. Die habe ich auch unter der Ladentheke, wenn der Kunde nicht bezahlen kann, ja. Knall ich direkt ab in dem Geschäft, ja. Hier, ich schieße sofort zurück, ja. Also, ganz ehrlich, die ist, also ich habe gar keine Worte dafür, ja, aus so einer Lappalie so ein Drama zu machen. Ich meine, ich finde Drama gut, wenn es irgendwie auch ein bisschen berechtigt ist. Aber es gibt ja immer wieder Drama um Joanna. Joanna Drama, die neue Mode, das neue Modelabel von ihr. Joanna Drama. Ja. Entweder sagst du das, was du denkst, aber du musst nicht auf jemanden schießen, sage ich dir. Weil sonst stehe ich auf und gehe, weil ich will hier nur gute Leute und guten Move haben. Aber schießen ist ein ganz falsches Wort. Das war für mich ein richtiger Angriff. Ja, also ich finde auch, dass Schießen jetzt das falsche Wort war. Aber vielleicht hat sie es tatsächlich gemeint. Wir wissen nicht, was da noch alles so in ihrer Handtasche ist, ne? Die hat vielleicht nachgeladen. Vielleicht hat sie auch noch unterm Kleid am Strumpfhalfter noch eine Waffe. Man weiß es nicht, ne? Kann das durchaus ernst meinen mit dem Schießen. Also ich wäre vorsichtig. Aber sichtlich geschockt ist sie und sie hat sich ja auch gleich direkt entschuldigt dafür, ja? Also sie hat gemerkt, okay, der Witz kam nicht an. Das sorgt schon wieder gleich für Drama und es geht natürlich auch weiter. Es war so unrelevant, dass man darüber nicht redet. Und ich habe mir gerade gesagt, ich möchte darüber reden jetzt. Bei dir ist immer diskutieren. Bei dir ist immer diskutieren. Dort Sprachbarriere. Und ich diskutiere nicht. Ich habe super Laune. Aber du tust das gerade. Ich diskutiere nicht. Ich habe gesagt, ich möchte gerade nicht darüber reden. Ich habe heute Morgen gesagt, kommt mir jemand blöd, hau ich raus. Heute Morgen habe ich gesagt, dass eine meiner Selbstliebeübungen, kommt mir jemand dumm, komm ich auch dumm. So richtig. Du hast den Satz nicht du verstanden. Du streiten. Ich will jetzt wissen, was du genau ohne Sorry, tut mir leid. Jede normale wissen. Beziehung. Sorry, wenn du mit deinem Mann nicht streitest, dann führt ihr keine normale Beziehung. Es okay. Lohnt sich nicht, meine Laune heute an dir zu verderben. Tut mir leid, weil ich hatte heute bombastische Laune und du hast es geschafft, sie in den Keller zu bringen. Ja, Joanna, den Schuh musst du dir jetzt anziehen. Ja? Du hast die Laune in den Keller gebracht. Ja? Und ich finde ja auch, was muss man da ständig drüber diskutieren? Ja. Ja, die passt da einfach nicht rein, ja. Also ganz ehrlich, Nancy Faeser ist mir im Vergleich zu Joanna echt sympathisch. Ja, wunderbar. Wunderbar, genau. Der Oscar Gau to Nathalie. Also sorry. Aber das ist ein bisschen respektlos. Aber dann erklär mir bitte, wie du Man das Man muss meinst. Dir es immer tausendmal erklären. Nein, einmal richtig. Entweder erklärst du mir oder sprichst du nicht mehr darüber. Man muss es dir immer tausendmal erklären, ja? Ja, das finde ich aber auch, dass man es dir tausendmal erklären muss, ja? Also, so falsch ist sie da ja jetzt nicht, die Nathalie. Ich finde auch, man muss es ihr tausendmal erklären. Und sie, nein, einmal richtig. Boah, ja, einmal richtig, ja. Oh Gott. Also, sorry, Mädels, ihr seid auch asoziale Mädels, wenn ihr hinter mir steht und mir nicht den Rücken deckt. Oh, asoziale Mädels, das war jetzt nicht fein. Nathalie, das war scheiße. Sorry,
kann ich, so sehr ich dich mag, aber nein, das geht auch nicht. Muss es sein? Ich habe nichts mitbekommen, was ihr gerade diskutiert. Du kriegst nie was mit, Lilly. Sorry, du kriegst nie was mit. Neben dir wird hier die Diskussion gemacht und du kriegst gar nichts mit, schon zum tausendsten Mal. Ja, die Lilly, die kriegt einfach immer gar nichts mit. Ne? Die ist in ihrer Welt drin. Die denkt jetzt, sie denkt wahrscheinlich immer noch, wie kriege ich denn die Cosmopolitan-Flecken aus dem Max-Mara-Outfit raus? Das wäre jetzt eigentlich viel interessanter wie dieses Geschwafel, zumal ich ja die Hälfte eh nicht verstehe, was Joanna mir sagt. Random. Ganz ehrlich, was soll ich da kommentieren? Dass jeder mal ein bisschen runterkommen soll. Ich weiß gar nicht, um was geht. Ich weiß nur, dass ich nach Hause gehe zu meinem Mann. Das war kein Speed-Dating. Das war ein Speed-Freak-Show. Ich gehe nach Hause zu meinem Mann. Dann mache ich die Schere und dann geht es mir wieder besser. Dann habe ich ja ganz kreative Ideen, ja. Und ja. Genau so ist es irgendwie, ne? Also ist schon so eine eingeschnappte Rosette, ne? Gehst du? Ich gehe für immer. Für immer? Was? Was zum Teufel geht hier ab? Ich mache mir einfach einen schönen Abend und ich lasse mich von keinem mehr angreifen oder überhaupt. Gehe für immer. Ich werde zwar nicht über den Jordan gehen, aber über die Isar. Und das für immer, merkt es euch, ne? Make harmony, create again. Hast du das mitbekommen, was da gerade abgegangen ist? Nein, nein. Also, also darfst du dich gerade nicht einmischen. Boah, Nathalie ist richtig böse. Nathalie ist aber mal so richtig böse jetzt. Ja, jetzt braucht sie auch noch mich an, ne? Das kann gefährlich werden, weil ich bin schlimmer als der Ätna und der Stromboli zusammen. Wieso, wenn du mich jetzt einmal angreifst, junge Dame, dann sage ich wieso, dir, wieso, bitte, wer greift dich denn an? Tut mir eingefallen, bitte lass uns das heute nicht. Entschuldigung, du kommst her und wirfst eine Bombe, dass die Frau geht und jetzt sagst du, ey, gute Laune, ihr habt keine Probleme, greif mich nicht an. Wir wollen das jetzt okay. Mit dir klären. Was hast du mir gerade gesagt? Ich soll mich rausziehen. Ich packe jetzt meine Tasche und ich verabschiede mich heute Abend. Die nächste. Leute, bitte gehen. Erstmal die Bombe werfen nein, sorry. Lass mich doch jetzt nicht dumm an. Also jetzt lasse ich mich hier schon mal gar nicht mehr dumm anmachen. Ne? Jetzt gehe ich. Ne? Jetzt bin ich auch die eingeschnappte Rosette hier. Ja? Das kann ich nämlich auch. Ich weiß zwar nicht, wie der Fluss hier heißt. Rhein vielleicht, wie in Düsseldorf. Da gehe ich jetzt rüber und nach Hause und dann war es das, ja. Aber Sea hat schon recht, sie schmeißt eine Bombe und dann sagt sie, naja, okay, jetzt können wir wieder saufen. Lass uns einen nächsten auf Toilette nehmen, alles gut. Rüber zu gehen. Ich habe nur selber einen falschen Satz gesagt. Ich meinte, bitte geh du, weil du bist zwar vergeben, aber noch nicht verheiratet. Ich habe halt einen falschen Satz gesagt, das kommt jetzt hier nochmal auf bei dem Dinner, das sie haben, ja, und dem dann Nathalie sagt, ja, ich habe ja eigentlich nur gemeint, sie ist ja nicht verheiratet und solange sie nicht verheiratet sind oder ist, ja, naja, da kann man ja auch nach links und rechts gucken, ne, da kann ja auch im Flur nochmal jemand anderer für euch durchwischen. Du brauchst dich nicht entschuldigen, weil die Aussage war nicht so schlimm, dass es so hätte eskalieren müssen. Es war ein dummes Kommentar. Jeder und ich habe mich am Tisch Kommentar schon zweimal entschuldigt. Ja. Du kannst dich nicht in der Gruppe so verhalten und dann sagen, ja, ich habe mich entschuldigt. Okay, machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein. Hast du was draus gelernt? Nein. Sea hat recht, sie hat nichts draus gelernt. Also ich muss da sagen, die sieht es schon ganz klar. Ich weiß immer nicht so, ob sie tatsächlich ihr ganzes Leben so nach diesem Mindset ausrichtet, weil das finde ich bemerkenswert. Ich wünschte, ich könnte das permanent machen. Im Übrigen, ganze Folge gibt's bei RTL Plus zum Schauen und immer in Doppelfolgen. Also ihr könnt jetzt nicht nur die Folge 3, sondern auch die Folge 4, die morgen bei mir hier auf dem Kanal kommt, dort schon anschauen. Und ja, aber ich finde Sea ist eine tolle Frau. I love her. Weil jemand, der wirklich demütig ist, sich für sein Verhalten entschuldigen will und schämt, der macht das nicht. That's a bird. Da hat sie recht. Genauso sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Es ist in der Tat so. Nun denn, hoch die Tassen. Jetzt wird hier erstmal ein bisschen gefeiert. Kommt noch eine Diamantenhändlerin und möchte so ein paar kleine Giveaways verkaufen. Sie sieht sehr, sehr gut aus und sie hat uns ein paar Schmuckstücke mitgebracht, yes. Die sie euch jetzt zeigen wird. And then I brought something very special for you guys. It's a color diamond. It's a light blue diamond. Es war wirklich sehr, sehr beeindruckend und schön.
sich die Schmuckstücke anzusehen. This is an aquamarine actually. Difficult to say the price about this because everything is very. Wo liegen wir? Wo fängt 1 million. Bei einer Million fängt's an. Bei 1 million. Und ich bin sicher, sie meint Euro und nicht irgendeine andere Währung, ja. Also, ich glaube nicht, dass sie da jetzt was anderes meint, sondern schon Euro. Eine Million. Okay. Ist auch so, die gibt man einfach auch mal so random nach dem Essen, weil es wird ja nie gegessen, aus, ja. Ist man auch so drauf eingestellt. Ich meine, das haben hier die Housewives, haben das einfach so in ihrem Chanel-Täschchen drin oder Hermes-Täschchen drin. Damit läuft man so in München eigentlich ständig rum. Also, was hier so ein Zwanni ist, ist da halt eine Million, ne? Einen Mädels-Trip organisiert. Wir fliegen nach Mallorca. Auf Mallorca! Ich freue mich und ich bin ready. Endlich im Paradies angekommen. Oh, das ist schön. Ja, da sind wir wieder alle schön, alle beisammen. Ehrlich gesagt, ich wollte die nie wieder in meinem Leben sehen. Ich möchte eine Entschuldigung von dir. Und zwar jetzt. Sehr, sehr unverschämt. Oh, hallo? Du reichst dich bitte raus. Mein Herz schlug wie wild. Bitte, wie geht's? Ich weiß gar nicht mehr, wer sind meine Freunde? Ihr könnt streiten, ihr könnt euch schlagen, es ist mir egal, ja? Wer sind meine Feinde? Und dieser Ausblick auf Folge 4 ist dann noch viel besser. Also es gibt noch mal mehr Drama, Drama, Drama. Und natürlich mit wem? Mit Joanatsch. Und wir freuen uns drauf. Lasst jetzt mal einen Kommentar da, ein Like da und freut ihr euch auch schon auf die Folge 4. Die gibt's bereits morgen hier auf diesem Kanal. Lasst ein Abo da und bis dahin, ciao, bye, bye.